Moin moin, grüßt euch Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Originallackfetischist. In dieser Folge begeben wir uns nochmal ganz am Anfang der S50 Produktion. Hier seht ihr nämlich den frühesten Vertreter, den ich in meiner Sammlung besitze. Das ist eines der ersten 1000 Fahrzeuge, die damals vom Band gelaufen sind. Die S50 Produktion ging ja offiziell 1975 los. Und die ganzen Teile dazu wurden ja schon ein Jahr vorher vorproduziert. Also deswegen findet ihr ja auch beispielsweise auf den Herzkästen Baujahr 74 eingestempelt. Und die ersten Fahrzeuge damals hatten sogar auf dem Typenschild noch 74. Das finden wir bei mir zwar nicht, weil bei mir steht schon Baujahr 75 auf dem Typenschild, aber dafür ist es halt eins der allerersten. Wenn ihr mal unten die Rahmennummer euch anschaut, die Produktion ging bei 410000 los und ja, ich habe Fahrzeug 1000 und möchte ich jetzt nicht ganz verraten, aber halt ein ganz, ganz frühes. Und gerade bei diesen frühen Vertretern sind noch einige Teile etwas anders wie bei den späteren Baujahren. Auf YouTube findet ihr ja eigentlich schon zu meinen ganzen frühen S50 diverse Videos. Also Baujahr 75 habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Damals war es eine blaue S50N. Baujahr 76, 77 und so weiter findet ihr ja auch alles schon auf meinem Kanal. Aber in diesem Video möchte ich halt euch nochmal meine rapsgelbe S50B zeigen. Das Rapsgelb ist ja heutzutage auch echt begehrt und wird hoch gehandelt. Aber das wissen, glaube ich, die meisten, die sich mit der Materie etwas auseinandersetzen. Ja, Baujahr 75. Was war bei Baujahr 75 alles noch anders? Ich meine, die meisten werden sich fragen, warum ist hier ein grauer Spiegel dran? Den kenne ich doch gar nicht. Ich habe doch eine 75er zu Hause und da ist das nicht so. Ja, das findet man tatsächlich wirklich nur bei wenigen Fahrzeugen. Das wird wahrscheinlich dasselbe wie mit den Herzkästen damals gewesen sein, warum es auch teilweise bei der Produktion später mal weiße Herzkästen gab. Es gab wahrscheinlich Probleme oder Mangel beim schwarzen Granulat und da hat man damals einfach auf andere Farben zurückgegriffen und so auch bei den Spiegeln. Und dadurch findet man bei Baujahr 75, auch bei Schwalbe beispielsweise, diese grauen Spiegel. Aber normalerweise haben die Simsons immer schwarze. Baujahr 75 ist gekennzeichnet durch die Aluhebel für Kupplung und Vorderbremse. Ein Jahr später kamen ja dann die Hebel aus Plastik. Dann hatte das allererste Baujahr hier die ersten Fahrzeuge noch schwarze Blinkerarme. Der hintere Halter ist ja sowieso aus dem Ganzen, das kennen wir ja bereits. Das gab es ja bis Mitte 77, dass die Blinkerarme hier direkt an den Rücklichthalter mit angeschraubt sind oder angeschweißt sind. Dann ein schönes Detail ist vorne der Lichtdurchmesser oder der Lampenring. Der ist nämlich im Vergleich zu den späteren Baujahren viel kleiner und noch gewölbter. Der vordere Kotflügel hat hier vorne noch keine Ecken drin. Das gab es ja dann erst viel, viel, viel später bei der S51. Baujahr 81 hat sich das ja dann erst geändert. Die Speichen sind einfach gekreuzt. Das war ja Baujahr 74, 75 und 76 damals so. Dann hat man festgestellt, dass diese einfach gekreuzten Speichen wohl sich gelockert haben oder sind teilweise gebrochen und da hat man das Ganze wieder zurückgestellt auf die zweifach gekreuzte Variante. Baujahr 75 bei der S50 hat immer eine innenliegende Zündspule, also egal ob N- oder B-Modell, Baujahr 75 hat immer diese innenliegende und dann hat man gemerkt, dass es dazu
vielen Überhitzungsproblemen immer kam, und da hat man dann ein Jahr später bei der B-Variante zumindest die Zündspule unter den Tank verlagert. Die N hat ja weiterhin die Zündspule immer in den Motor, also die S50N, das war ja so ein Erkennungsmerkmal. Ein schönes Detail, was wahrscheinlich die wenigsten auch wissen: Baujahr 75 hat hier oben diese Lenkerklemmen, haben doch normalerweise so eine kleine Nase auf einer Seite dran. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennt. Hier sieht man es, dass hier hinten keine Nase ist und von vorne ebenfalls nicht. Das Fahrzeug hat übrigens originale 6400 Kilometer erst auf der Uhr. Kommt aus erster Hand von einer netten alten Dame damals über eBay Kleinanzeigen abgekauft und ist komplett unberührt. Also hier habe ich tatsächlich noch gar nichts gemacht. Das Fahrzeug hat wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, das sind noch die originalen Reifen, mit denen es damals ausgeliefert wurden. Der hintere ist natürlich nicht mehr ganz so gut erhalten, aber dennoch vollkommen okay. Zum Hinstellen sowieso. Ich fahre ja mit dem Fahrzeug nicht wirklich. Ich habe mal zwei, drei kleine Schönwetterrunden damit gedreht, aber ja, es ist zu schade zum Fahren, gerade mit den wenigen Kilometern. Dann nehme ich lieber Fahrzeuge, die etwas mehr auf der Uhr haben. Dann ist natürlich für Baujahr 75 die Abziehbilder auch noch interessant, weil 75 besitzt ja noch das richtig dunkle B. Von diesen Blautönen gab es ja dann insgesamt drei Varianten. Dieses dunkelblaue, was es halt nur 75 gab. Dann gab es so eine mittlere Variante, die ist schon etwas heller. Und Ende 76 war dann ja ein richtig helles B aufgebracht. Bei diesem Fahrzeug habe ich damals mich mit der Thematik bröselige Abziehbilder beschäftigen müssen. Wenn ihr das hier seht. Und zwar habe ich das Fahrzeug abgeholt und die Abziehbilder waren in einem super Zustand. Also erstmal augenscheinlich. Ich habe da gar nicht so genau hingeguckt. Habe das Fahrzeug nach Hause transportiert und hatte es auf den Anhänger. Und hier über den Tank hatte ich noch vorne eine Decke und die Decke hat etwas an den Abziehbildern gerieben oder durch die Luft, durch den Wind während der Fahrt hat die Decke etwas an den Abziehbildern gerieben und dann haben sich die Abziehbilder in Staub aufgelöst. Und da dachte ich mir damals, ach du Kacke, was kann man da nur tun? Und da habe ich mich mit der Materie etwas beschäftigt und einige Sammler schwören ja, was das betrifft, auf Klarlack. Die kleben quasi die Lackteile feinsäuberlich ab und überziehen nur die Abziehbilder mit Klarlack. Mit solchen matten Klarlack, nicht glänzend, weil das sieht man sonst auch zu stark. So, und das wäre eine Variante, aber ich bin der Ansicht, dass dieser Klarlack nicht wirklich hält. Der bricht nach einigen Jahren genauso mit den Abziehbildern ab und blättert weiter, sodass man keine Ruhe reinbekommt. Und da habe ich halt überlegt, was man tun könnte, und bin durch Zufall auf ein Komponentenharz gestoßen. Auf Tankversiegelung von Wagner beispielsweise. Das ist transparenter, durchsichtiger Einkomponentenharz. Er ist leider nicht komplett transparent. Er hat einen ganz, ganz leichten Gelbstich. Aber das muss man dann einfach hinnehmen. Entweder man schaut halt zu, wie die Abziehbilder sich Stück für Stück verabschieden, oder man hat halt einen minimalen Gelbstich. Und da habe ich diesen Einkomponentenharz genommen, habe den hier aufgebracht und seitdem habe ich Ruhe. Ich kann über die Abziehbilder leicht drüber kratzen. Da passiert überhaupt nichts. Die sind bombenfest und man sieht es nicht wirklich. Einige möchten oder finden ja auch die Thematik gut, dass man die originalen Lackteile nochmal komplett mit Klarlack überzieht.
werde ich auch oftmals angesprochen darauf, was ich davon halte und. Bin ich überhaupt kein Freund. Es erzeugt einen übertriebenen Glanz, der überhaupt nicht authentisch aussieht. Und ich mag das nicht. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden und wen das gefällt, der kann das gerne bei seinem Fahrzeug machen. Aber ich würde auf originale Lackteile definitiv keinen Klarlack drüber machen. Das ist ja genauso wie Ovatrol. Ovatrol gehört ja auch nicht auf originale Lackteile. Das kann man auf direkten Rost machen, da ist das okay, oder bei Schutzblechen von innen. Aber wenn man die Schutzbleche damit versiegelt, wie zum Beispiel dieses Schutzblech hier, das hat vorne leichten Flugrost. Viele würden jetzt wahrscheinlich die Ovatrol-Dose rausholen und würden das komplette Schutzblech damit einschmieren. Ja, was hat man davon? Nach einiger Zeit bekommt es einen leichten Gelbstich. Es sieht schlierig aus und alles andere wie authentisch. Also Lackteile, die mit Ovatrol behandelt wurden, sind für mich ein rotes Tuch vor Augen. Also ich mag das überhaupt nicht. Aber auch da sind halt Geschmäcker verschieden. Aber wir sind abgekommen von Baujahr 75. Baujahr 75 hat noch die grauen Bautenzüge. Die gab es ja bis Baujahr Mitte 77, dann war ja erst die Umstellung. Hier unten schön zu sehen, das Überlaufröhrchen am originalen N1-8 Vergaser. Die Hupe ist noch eine kleine Besonderheit, und zwar die ist bei Baujahr 75 aus Blech und nicht aus Plastik, wie dann bei Baujahr 76 und in Folge. Der Auspuff hat hier in der Mitte noch nicht diese längliche Schweißnaht, die man dann ja bei späteren Modellen oder Baujahren kennt. Hinten besitzt er auch keinen Stempel, der ja sowieso erst viel, viel später kam. Wenn wir einmal hier hinten sind, können wir uns den Sitzbankbezug angucken. Der ist nämlich auch besonders. Das Sitzbankblech ist grau, wie für S50 halt typisch, aber der Aufdruck hinten, den finden wir vergebens. Und zwar besitzt Baujahr 75 nämlich noch keinen Aufdruck auf der Sitzbank. Baujahr 75 gibt es dann auch schon mit einfachem Simson-Schriftzug hinten drauf, aber viele Fahrzeuge haben überhaupt nichts aufgedruckt. Ab 76 gibt es dann auf alle Fälle einen Aufdruck. Und Ende 76 kam ja dann auch irgendwann die dreifache IFA-Raute ins Sortiment. Und die gab es ja dann erstmal eine gewisse Zeit, bis diese einzelne Raute hinten gab. Der Motordeckel ist bei Baujahr 75 auch etwas schärfer abgekantet. Hier oben in dem Bereich und um das IFA-Symbol. Wenn man einen direkten Vergleich jetzt mal setzen würde, dann sieht man die vielen kleinen Details, die halt am Anfang minimal unterschiedlich waren. Hinten diese Sozius-Streben haben noch dieses Verstärkungsblech. Das ist ja erst Mitte, Ende 77 dann aus dem Sortiment genommen worden. Die Faltenbälge, seht ihr schön, sind auch noch die ersten. Müsste ich mal tauschen. Aber wie gesagt, ich wollte das Fahrzeug sowieso jetzt nicht weiter bewegen und deswegen habe ich da dann tatsächlich noch nicht viel gemacht, außer dass ich es einmal versucht habe, etwas zu reinigen, weil wenn ich mir mal hier vorne oder wenn ich euch mal die vordere Bremse zeige, das komplette Fahrzeug war nämlich mit so einer dicken, wachsähnlichen Schicht überzogen, die sich nur schwer mit alten Benzin oder Reiniger lösen lassen hat. Und dadurch wurde das ganze Fahrzeug natürlich mega gut konserviert über die ganzen Jahre. Aber umso beschissener ist es jetzt, diese Schicht zu entfernen.
So, ich habe das Fahrzeug nochmal fix gedreht, dass wir es uns von der anderen Seite natürlich auch noch etwas näher anschauen können. Mittlerweile ist es leider etwas windiger geworden. Ich hoffe, das hört man nicht so extrem auf der Kamera. Ansonsten tut es mir natürlich erstmal leid. Viele fragen mich immer, warum hast du eigentlich keinen Benzinschlauch an den Fahrzeugen verbaut? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich die Fahrzeuge ins Museum hochstelle, dann entleere ich Tank und Vergaser. So, und wenn ich das mache, dann merke ich, dass die meisten Benzinhähne-Schläuche sowieso nicht mehr zu gebrauchen sind und dann lasse ich sie halt gleich ab. Das hat keinen besonderen Hintergrund, aber ja. Zu dem Fahrzeug hier gibt es auch noch eine interessante Geschichte zu erzählen. Und zwar, als ich das Fahrzeug damals über Kleinanzeigen gekauft habe bei der netten alten Dame, hat sie mir erzählt, dass die originalen Papiere die ganzen Jahre immer noch irgendwo gelegen haben. Aber sie hat sie leider nicht gefunden. Und sie wollte mir Bescheid geben, sobald sie doch nochmal irgendwann in die Hände gefallen sind. Und ich habe eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben. Ich hatte nach einigen Jahren nochmal bei ihr durchgeklingelt. Und da meinte sie nur, dass sie noch nichts gefunden habe. Und dann dachte ich, gut, das wird wahrscheinlich nicht eintreffen, der Fall. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und letztes Jahr kam tatsächlich ein kleiner Briefumschlag zu mir nach Hause. Und in denen waren die originalen Papiere von diesem Fahrzeug. Ich konnte es kaum glauben, aber es gibt noch Wunder. Besten Dank nochmal dafür. Ich habe mich echt tierisch gefreut. Jetzt kommt sogar nochmal kurz die Sonne raus. Die Ruhe vor dem Sturm wahrscheinlich. Wir können uns ja eigentlich zusammen mal noch das originale Bordwerkzeug anschauen. Hier habe ich noch so ein kleines Schildchen dran. Alle meine Fahrzeuge besitzen ja originale Schlüssel, BRB-Schlüssel, und haben alle noch so ein kleines Schildchen hier dran. Genauso besitzen alle Fahrzeuge auch das Bordwerkzeug. Das gehört sich einfach so, wenn man sich solche Fahrzeuge in die Sammlung stellt, dass das alles Hand und Fuß hat. So, ich lege euch mal kurz weg und dann schauen wir uns mal hier, wie es unter den Deckel aussieht, gemeinsam an. So, wie ihr seht, den Deckel habe ich entfernt. Darunter finden wir noch eine kleine Fußmatte für die originale Batterie, die hier eigentlich mal drin war. Und das originale Gummihalteband. Ansonsten ist hier unten der Seitendeckel und das Bordwerkzeug. Ich gehe mal aus dem Licht, da sieht das Ganze vielleicht etwas besser aus. Ja, wir sehen eine originale Simson-Tasche, leider schon leicht eingerissen, aber das bleibt nicht aus. Und hier drinnen ist dann das originale Bordwerkzeug versteckt. Hier unten gibt es noch ein kleines Reparaturdöschen, also quasi hier das originale Flickzeug. Und in diesem Flickzeug ist auch meistens die kleine Messlehre versteckt. Ja, hier oben. Und die ist bei Baujahr 75 noch so ausgeführt, dass es quasi die Seite für den Unterbrecher mit 04 gibt und die Seite für die Zündkerze mit 06. Ansonsten der große Schraubendreher aus Holz, der kleine aus Plastik und so weiter. Der Seitendeckel besitzt natürlich in drinne auch die typischen Treibockspuren, aber das Thema kennen wir ja. Was noch besonders ist an Baujahr 75 oder an den ersten, das Loch fürs Zündschloss ist noch richtig klein.
im Vergleich zu späteren Baujahren. Da ist das Loch dann nämlich etwas größer. So, ich würde mal sagen, ich mache erstmal den Seitendeckel wieder drauf. So, der Seitendeckel ist wieder dran. In der Zeit hat sich auch die Sonne wieder etwas verabschiedet. Und dann würde ich das Ganze jetzt auch nutzen, um mich an dieser Stelle zu verabschieden. Wenn euch mein kleines Video hier gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao. Und wenn ihr mich noch etwas unterstützen wollt und Bock auf ein paar coole Klamotten habt, dann schaut doch mal in meinen Shop vorbei. Ich würde mich freuen.